Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Heroes of the Storm. Leider konnte ich mein Versprechen vom letzten Mal nicht einhalten und dieses Spiel live für euch spielen. Aber ich habe wieder ein recht gutes Replay für euch. Wir spielen zumindest den Charakter, den ich gesagt habe. Und zwar sind wir mit Funkelchen unterwegs. Ein meiner Meinung nach sehr gewöhnungsbedürftiger Charakter. Er ist zwar sehr gut mit seiner Heilung, denn der hat eine passive Fähigkeit mit sich, wo jeder im Umkreis von ihm um einen bestimmten Wert geheilt wird, was sehr cool ist. Ansonsten kann er mit seiner, ich weiß gar nicht, ist es die, ich glaube die W-Fähigkeit, damit kann er gegnerische Helden verwandeln. Und die Q-Fähigkeit ist ein kleiner Flächenschaden und E ist halt ein Schutzschild geben. Wir gucken uns als erstes mal eben unsere Skills an. Welchen Skill haben wir gewählt? Wir haben den Skill Bestechung gewählt, denn ich wollte mit Funkelchen mal komplett auf Support gehen. Das heißt, wir müssen mit Bestechung 20 Minions töten oder 20 Gegner allgemein töten und dann können wir die gegnerischen Camps bestechen. Hier oben ist natürlich sofort wieder der erste Kampf um den Aussichtspunkt, den wir selbstverständlich nicht eingenommen haben. Wie gesagt, ich finde den Kampf um den Aussichtspunkt immer ziemlich blöde. Ich bin auch einer der wenigen Spieler, der grundsätzlich immer auf die unterste Lane geht bei solchen Sachen, denn dann kriegen wir von dieser Lane schon mal ein paar Erfahrungspunkte und ihr seht hier gerade im Bild, dass der Gegner weit und breit nicht zu sehen ist und wir dann hier schon mal die ersten Erfahrungspunkte sammeln können. Arthas ist mit mir zusammen auf der Lane, was natürlich auch sehr gut ist, ein Tank und ich als Funkelchen, als Heiler dabei, das trifft sich ganz gut. So, jetzt habe ich mich gerade geportet, habe mich da oben hoch geportet, wo bin ich? Dahin habe ich mich geportet, denn das ist die Fähigkeit, da Funkelchen keinen Mount hat, können wir mit Funkelchen uns zu jedem beliebigen Spieler unseres Teams hin teleportieren, was eigentlich sehr komfortabel ist. Und hier sind wir dann auch ein bisschen in den Kampf eingeschritten, haben jetzt nicht ganz so viel erledigen können. Und man sieht schon die Heilung, die wir hier so haben. Rainer geht es nicht ganz so gut. Da habt ihr auch gerade den Flächenschaden gesehen. Und hier wollen wir uns die Basis holen. Wobei jetzt der... wieso sage ich immer der Gegner? Wir sind doch das rote Team. Deswegen ist das doch so schon ganz richtig. Hier bin ich auf Rainer gegangen, was auch eigentlich mit Funkelchen sehr gut funktioniert. Denn Funkelchen macht auch ordentlich Schaden. Ihr seht das hier. Jetzt lösen wir gerade Rainers Passive aus. Er kriegt uns nicht davon, weil wir uns regelmäßig, ich glaube alle 5 Sekunden, um 63, habe ich das gerade richtig gesehen, um 63 heilen. Ja, um 63 heilen wir uns. Auch Illidan hat da im Anfangsstadium noch nicht so viele Chancen. Oh, ein Held wurde getötet. Ich glaube, einer von uns ist gerade gestorben. Genau unser Illidan ist gerade gestorben. Was nicht so schön ist. Unten wird noch schön Erfahrung gesammelt. In der Mitte jetzt nicht unbedingt. Und wir sind hier weiterhin am Tower unterwegs. Hat sich aber gelohnt, wir haben den Tower eigentlich die komplette Zeit halten können. Oben der Tower, da sind noch ordentlich Schüsse drin. Aber die kämpfen lieber hier gegeneinander. Ich glaube, bin ich da hoch oder wo wollte ich da hin? Achso, okay, da bin ich dann auch nach oben, wollte den Tower auch noch mit einnehmen. Was eigentlich auch ganz gut funktioniert. Hier hat man es auch schon wieder gesehen, ich habe mich direkt zu Illidan dann hin teleportiert, um da direkt mithelfen zu können. Das ist auf dieser Map so genial. Und Arthas hier wird gesagt, er soll Dota gehen, weil er alleine unterwegs ist. Ich finde das aber eigentlich gut, dass Arthas unten alleine unterwegs gewesen ist. Schon allein aus dem Grund, weil dann der Gegner da nicht wirklich Erfahrungspunkte sammeln kann, beziehungsweise nicht sammelt, wenn er nicht auch auf derselben Lane ist. Gut, wir machen uns auf den Weg nach unten. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Mal versucht, die Fähigkeit wieder zu machen, die ist eine ziemlich lange Abklingzeit. Ich glaube 30 Sekunden oder so, damit wir uns wieder weiter porten können. Naja, da ist Illidan gestorben. Wieder unser Illidan, selbstverständlich. Warum sollte der auch überleben? Und ich habe mir hier einfach mal gedacht, ich gehe mal ein bisschen so auf die Mittellane oder Midlane, porte mich jetzt wieder nach oben. Irgendwie, wo habe ich mich hingeportet? Nach unten? Tatsächlich, ich habe mich nach unten geportet, habe unserem Arthas geholfen gegen Illidan.
Man sieht es auch im Moment noch, wir sind total im Nachteil. Wir haben gerade mal einen Kill gemacht und der Gegner hat schon 4 Kills an uns gemacht. Das erklärt auch den Levelabstand von 7-6 Leveln für den Gegner. So, hier bin ich noch mal ein bisschen auf Aggro gebürstet, hab Illy dann in ein Schweinchen verwandelt und wir machen uns jetzt auf den Weg nach oben. Machen wir uns auf den Weg nach... Nee, ich bleib hier unten und hol mir da noch ein bisschen Loot ran. Illidan an sich ist gar kein Problem für Funkelchen, der springt zwar immer dicht ran und versucht einen Platz zu machen. Hier habe ich ihn nochmal klein gemacht, schieße ein bisschen drauf und ihr seht schon, wie viel Schaden wir da verursachen. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Wir könnten ja nochmal nach unseren Skills gucken. Und zwar sind wir mit Funkelchen, haben wir Vergiften geskillt, habe ich extra mal gemacht. Ich wollte Funkelchen auch ein bisschen giftig spielen, beziehungsweise ein bisschen mit Schaden spielen. Und wir haben geskillt regenerativer Regen. Lindernder Nebel wird bei jedem Einsatz einer Grundfähigkeit ausgelöst. Dabei beträgt die Heilwirkung 50%. Was natürlich sehr geil ist. Dann ist diese Passive funktioniert dann auch jedes Mal, wenn wir irgendwelche Skills benutzen. Was eigentlich super, super gut ist. So, hier ist, sind wir ein bisschen im Nachteil. Da auch im Nachteil. Ich bin wieder hinten. Regeneriere gerade mein Mana. Und werde mich gleich, glaube ich, auch direkt wieder zu einem nächsten Spieler von uns hin teleportieren, um dann ein bisschen auszuhelfen. Ich glaube sogar zu Illidan, wenn ich das richtig sehe. Wir bleiben einfach mal auf uns. Jetzt gehen wir alle runter, weil wir den... genau, da porte ich mich schon. Da müsste ich hier bei... Genau, da bin ich bei Arthas wieder rausgekommen. Bin jetzt direkt unten. Sehr, sehr komfortabel. Das ist wirklich eine super gute Fähigkeit. So, und da wird Nasebo direkt von uns auseinandergehen, oder? Ne, Nasebo anscheinend nicht. Oder vielleicht doch. Doch, Nasebo kriegt ordentlich einen auf den Sack. Da sieht man schon, Nasebo ist hinüber. Ich bleibe hier weiterhin auf dem Tower drauf. Unser Team pflückt das gegnerische Team ordentlich auseinander. Wir müssen auch noch ein bisschen was tun gegen die Minions von uns. Jetzt versuchen sie gleich wieder einen Angriff zu starten. Na, starten sie einen Angriff? Ja, da kommen sie auch schon. Wir haben uns schon unsere Ulti und ich habe die Ulti gewählt. Da hat man sie auch gerade einmal gesehen. Ich habe die Ulti gewählt. Smaragdgrüner Wind erzeugt einen sich ausdehnenden Energienova, die Gegnern 100 Schaden zufügt und sie wegstößt. Was super, eine super Fähigkeit ist, wenn man Gegner weghalten will. Und ihr habt es ja hier gesehen. Ich habe die Fähigkeit gezündet und die Gegner sind einfach mal weg. Sind einfach mal wieder weggestoßen worden, so dass die uns da nicht großartig was machen konnten. Da habt ihr gerade die Fähigkeit von Strahl gesehen, der seine Supernova da, nicht seine Supernova, der halt seinen Erdspalt da aufgerissen hat. So, ich bin hier unten unterwegs, jetzt haben wir gerade, ach Quatsch, ich bin ja rot, ich bin ja gar nicht grün. Wir haben gerade Strahl auseinandergenommen. Und hier sieht man schon, wir sind nahezu unkaputtbar. Lilly haben wir dabei als Heiler, mich als Heiler. Wobei ich ja im Grunde eigentlich nur mit Funkelchen ein Passivheiler bin, weil ich halt dafür keinen Skill habe, um die Leute zu heilen. Wobei die zweite Fähigkeit, die man als Ulti skillen kann, wäre noch eine Möglichkeit, um auch zu heilen. Da kann ich mich dann in die Nähe von unseren Mitspielern teleportieren und diese dabei gleichzeitig heilen. Ich glaube, das hat 2 Aufladungen und lädt sich einmal relativ schnell wieder auf. So, hier versuchen wir jetzt, glaube ich, dass erstmal dieses Camp, was, glaube ich, an dieser Stelle ein Fehler war, denn danach, jetzt hat das gegnerische Team gesehen, wir haben da was gemacht, wir gehen jetzt weiter zum Boss und der Gegner wird sich da wahrscheinlich denken, oh, die werden jetzt den Boss machen und kommen gleich runter. Hier sieht man schön die Ulti von Nasebo, was auch, ja, wobei ich finde die andere Ulti besser, die wir auch schon im Let's Play gesehen haben, aber ich sehe gerade, der Gegner kommt gar nicht runter, um den Boss zu holen. Das ist natürlich nicht, was heißt nicht so schön, ist natürlich sehr schön, aber wir sollten vielleicht sehen, dass wir oben verteidigen können. Das Problem, was ich an dieser Stelle habe, ist, oben ist kein Spieler von uns, das heißt, ich kann mich da nicht schnell hoch teleportieren und wenn Funkelchen sich nicht teleportieren kann, ist der unglaublich langsam. Ihr seht es hier, alle sind schneller, das heißt, ich kann nur hoffen, dass ich mich teleportieren kann. Jetzt habe ich mich teleportiert, da oben zu... Wo habe ich mich jetzt hin teleportiert? Ich glaube, da habe ich mich falsch teleportiert, oder? Oder ich habe es abgebrochen. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und hier startet sofort der nächste große Kampf. Das war ein Spiel der absoluten Massenkämpfe. Hier, alle stürzen sich rein. Meine Fresse, da ist auch Thrall schon wieder weg. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Da bin ich.
Ich habe wieder meine Nova gezündet, um da auch ein bisschen Schaden zu machen. Jetzt kommt Illidan an, will mich wegfetzen, rennt aber auch direkt wieder weg und hat's mich gerade zerrissen? Ne, mich hat's nicht zerrissen. Wo bin ich denn? Ich sehe mich schon wieder nicht. Ach, da bin ich. Ne, bin ich nicht. Ich bin der Rote. Da oben bin ich. Mann, das verwirrt mich, dass ich hier immer in den Replays der Rote bin. Finde ich nicht so schön. Und da ist Funkelchen neben Funkelchen. Ein schönes Team. Ich mache mich auf den Weg nach unten, um dort den nächsten Tower zu holen. Hier tobt natürlich immer noch der Teamkampf. Nasebro wurde von unserem Team wieder auseinandergefetzt. Und ich kümmere mich hier unten ganz in Ruhe um den die zweite Festung bzw. den zweiten Schrein und mache somit auch weiterhin Schaden drauf. Jetzt kommt Thrall an. Ich kann mich schon gar nicht mehr an diese Stelle erinnern, was da passiert ist. Thrall sitzt im Gebüsch, kommt jetzt runter, will mir irgendwie, glaube ich, an den Kragen, wenn ich das richtig sehe. Aber man sieht schon, ich habe gerade meinen Vergiften gezündet. Jetzt kommt Nasebo auch noch ran. Thrall wird einfach von mir weggestoßen und damit ist... Illidan hat sich dermaßen drauf gestürzt. Drain ist auch schon wieder Schwein. Also ich Funkelchen macht schon Spaß, aber der ist echt gewöhnungsbedürftig, weil der spielt sich sehr, sehr, sehr komisch. So, und das war es auch schon gewesen. Wir können dann weiter. Gehen nach oben. Rainer ist wieder mutig, lässt sich aber, glaube ich, jetzt von uns wegschnecken. Ja, Rainer kriegt voll einen auf die Nuss, was sehr gut ist. Und wir können ja nochmal nach den... Obwohl, gucken wir jetzt nach den Skills? Ich glaube, wir gucken... Ja, doch, wir gucken jetzt nach den Skills. So, was haben wir denn geskillt? Wir haben Sprinten geskillt, so dass ich für 3 Sekunden 75% schneller laufe. Ist super. Und die Verwandlung, dass wir, wenn wir jemanden verwandeln, dass der dann 25% mehr Schaden kriegt, wenn wir da Schaden drauf machen. Was mich jetzt noch interessieren würde, der hat Schützenkönig geskillt. Feuerbrand. Aha, die Jagd. Okay. Ja, interessant, was Illidan geskillt hat. Den wollte ich mir sowieso auch mal nochmal näher angucken, denn Illidan ist auch so ein Squishy-Charakter, der sich aber auch unglaublich gut spielen lässt, wenn man ihn wirklich beherrscht. Und das versuche ich im Moment. Beziehungsweise im Moment versuche ich mich so ein bisschen auf Thrall zu spezialisieren, weil Thrall ein unglaublich guter Charakter ist. Der ist zwar auch ein bisschen schnell down, zumindest im Early Game, aber später... Ist das eigentlich, sollte das eigentlich kein Problem sein. So, wo bin ich jetzt? Achso, ich bin da oben noch. Und ich weiß gar nicht, worauf habe ich denn da gewartet? Achso, ich habe darauf gewartet, dass ich hier die Minions da abschlachten kann. Aber wir gucken mal hier unten im Gefecht. Wir gucken mal hier unten. Unser Illidan flippt schon wieder aus. Er springt da durch die Bude und da kommt einmal die Ulti von Thrall. Die Ulti von Nasebo ist auch am Laufen. Jetzt kommt die nächste Ulti. Die haut alle Ultis direkt raus, was unglaublich ist. Und da müsste ich mich auch hingeportet haben zu uns, oder? Komme ich jetzt? Ne, ich komme noch nicht. Aber Lilly hat unser Team auf jeden Fall auch am Leben gehalten, was sehr, sehr schön ist mit ihrer Ulti. Aber ihr habt es gesehen, der Gegner, der hat von jetzt auf gleich ziemlich viele Ultis rausgehauen und hat jetzt nicht mehr ganz so viele im Petto. So, hier ist wieder unser Kampf Rainer gegen Funkelchen, wobei ich Rainer immer schön in die Flucht schlage. Da sieht man es auch. Jetzt flüchtet Rainer, kann nicht mehr ganz so viel tun. Und, na gut, wir haben ihn sogar nicht mal umgebracht. Jetzt kommt das ganze Spielchen nochmal. Thrall kommt. Die anderen Typen kommen. Ich bin mit Funkelchen hier. Oh, jetzt bin ich hier richtig in Bedrängnis. Muss hier schnell wegkommen. Ich zünde, glaube ich, hier an dieser Stelle. Oder habe ich es gezündet? Ich glaube, ich habe sogar gezündet an meinen Sprinten, um wegzukommen. Sehr schön. Und, nee, jetzt zünde ich. Oder auch nicht. Manchmal erkenne ich das nicht so ganz, wann ich das zünde. Da habe ich mich aber sofort wieder reingestürzt. Jetzt geht's... Genau, Rainer geht's jetzt an den Kragen, hat aber immer nicht ganz funktioniert, weil seine Passive an war. Und, ja, Doppelkill, Rainer weg und Illidan weg, der gegnerische, es läuft doch hervorragend. Und ich bin ja auch schon wieder da, sehe ich gerade. Ach, guck mal, wir können sogar ranscreen, wie lustig ist das denn? Es geht sogar im Replay. Was ist hier unten los? Funkelchen gegen Arthas, okay, da hat Arthas auch nicht ganz so viele Chancen, weil Arthas ist jetzt nicht unbedingt der Damage-Dealer. Wobei, ich habe auch noch einen Replay, wo wir mit Arthas ordentlich Schaden machen. Ich bin noch am überlegen, ob ich das euch in der morgigen Folge zeigen soll. Weil, wie gesagt, ich habe im Moment echt nicht viel Zeit, um richtige Spiele zu machen.
Und bei den Replays kann ich mir mal ganz gut ausgucken, welche jetzt da nicht ganz so lang sind. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, hier versuchen wir jetzt den Boss zu holen. Ich glaube, das war ein Problem. Ich kriege da ordentlich einen aufs Maul. Bin aber echt mutig und bleib einfach stehen. Wobei, es geht eigentlich. Ihr seht es ja sehr... Oh, da hat es mich fast erwischt, Unser Illidan stürzt mit seiner Ulti rein und mich hat es tatsächlich zerrissen. Jetzt zerreißt es den Gegner von Arthas. Wir müssten hier drin stehen bleiben. Aber da haben wir den Fehler gemacht. Sind nicht drin stehen geblieben. Und der Gegner konnte nach unserer Vorarbeit den Golem einnehmen. Ich glaube, oh, wir sind sogar komplett alle dabei draufgegangen. Was natürlich nicht so pralle ist. Jetzt gibt es im Moment gerade nicht ganz so viel zu zeigen. Das gegnerische Team hat wohl an dieser Stelle dann die anderen Camps noch eingenommen. Und an dieser Stelle habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist gleich alles vorbei. Da war ich auch schon wieder ein bisschen pissed off. Leider kann man das jetzt sich nicht mehr anhören, was ich da alles so gesagt habe. Weil ich rede ja auch, wenn ich nicht aufnehme beim Spielen. Das ist, dann ist Lady Angel so genervt von, also mein Weibchen, ist das so extrem genervt von. Aber ist mir egal. Solange ich hier Spaß oder in vielen Fällen bei diesem Spiel Unspaß habe, ist das... völlig egal. So, kommen wir denn wieder zum Leben. Yo, ich bin wieder am Leben. Mach mich jetzt auf den Weg nach unten. Wie sieht es eigentlich aus? Ach so, ja, wir haben noch die Basen ganz ordentlich. Hier, die Gegner haben nur noch eine Basis. Alle anderen sind schon zerstört. So, und wir machen uns hier direkt wieder in den Teamfight rein. Ich bin mit Funkelchen auch ziemlich oft an der Front. Schon allein aus dem Grund, weil, egal welche Fähigkeiten ich benutze, Funkelchen sich ja sowieso mit den Fähigkeiten heilt. Das habe ich ja schließlich auch geskillt. Jetzt sind wir auch bald Level 20. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt noch hinkommen zu Level 20. Und da mache ich mich gerade auf den Weg nach oben. Sehe aber in diesem Moment halt noch nicht, dass da so viel, dass da vier Leute oben sind. Und wenn ich Pech habe, ist das ein weiterer Tod von mir. Ja, da bin ich direkt zum Schweinchen geworden. Die fokussen mich hier weg. Ich mache meine Nova, um wegzukommen. Oh, da ist sogar schon die Level 20 Nova gewesen. Ihr habt es gesehen. Mit der Level 20 Nova haben wir... Mit der Level 20 Nova haben wir drei Anwendungen. Das heißt nicht drei Anwendungen. Also sie geht dreimal los und stößt die Gegner zurück und macht ihnen Schaden. Und da wollte Illidan mich doch direkt wieder töten. Und ihr habt gesehen, wie schnell Funkelchen sich wieder hochheilt. Da habt ihr es gesehen. Wir haben geheilt und sind wieder voll. Die machen irgendwie überhaupt gar keinen Schaden mehr an uns. Beziehungsweise Schaden machen sie schon an uns, aber halt, sie können uns nicht mehr umbringen. Wir sind schon wieder voll geheilt durch unsere Passive alle 5 Sekunden. Ich glaube, ab Level 20 ist das auch so unmöglich hoch, die Heilung, dass das, wenn wir da in einer Gruppe stehen, dass da schon bald nichts mehr funktioniert. So, da habe ich mich auch direkt wieder hier ins Geschehen reingeportet, um hier dieses Camp auch noch einzunehmen. Und dann müsste das theoretisch schon der letzte Ansturm auf die gegnerische Basis sein, denn da dort steht nur noch der gegnerische Nexus und vom Gegner sind drei Leute tot, also viel sollte da nicht mehr passieren. Gut, liebe Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach morgen wieder ein, wenn ich euch das nächste Replay zeige mit... lasst mich überlegen, mit Arthas, würde ich sagen. Morgen zeige ich euch mal einen Replay mit Arthas, wo ich den auch ausnahmsweise mal ganz gut gespielt habe. So, hier zünde ich nochmal meine Ulti, damit die Gegner einfach in ihre Basis reingepusht werden und nicht mehr großartig irgendwie was machen können. Hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, wir haben ordentlich Schaden gemacht und da war es das gewesen. Gut, liebe Freunde, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet mit diesem Video und schaltet doch einfach morgen wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie wir mit Arthas eine Runde gezockt haben. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!